Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Sorien mit Gabriel. Hallo. Und mir, eurer Lumi. Und wir sind mal wieder zusammen gleichzeitig hier in meinem Spielstand. Yay! Mhm. Es gibt keinen Wettstreit. Nein. Übrigens, wir hatten da auf ein bisschen mehr Resonanz gehofft. Muss ich jetzt mal so sagen. Hat es euch nicht gefallen oder was war los? Könnt ihr gerne mal in diese Kommentare hier mit reinschreiben. Aber hauptsächlich geht es heute ja um den Devlog. Den letzten Devlog. Wow. Ja, den allerletzten Devlog. Bis der Patch rauskommt. Also den allerletzten. für lange, lange Zeit. Mal schauen. Also anscheinend, also sie meinen ja, dass sie sehr nah dran sind schon am Release vom Patch. Ja, da läuft doch ins Wasser. Aber es ist natürlich noch abzuwarten, wie lange das jetzt wirklich noch dauert. Ja, ja. Es können ja noch ein paar Monate sein. Wer weiß das schon? Vor allen Dingen letzter Devlog, weil das Devlog-Schreiben, oder die Devlog-Schreiben, lenkt die Programmierer zu sehr ab vom Programmieren. Wo ich mich halt frage, haben sie mal ihre letzten Devlogs sich mal durchgelesen? Wenn sie das nicht innerhalb von 20 Minuten hinkriegen, haben sie ein ganz großes Problem. Ja. Ja, naja. Also. Jedenfalls gibt es halt deswegen keine Devlogs mehr, ja. Weil es für sie zu viel Aufwand ist, sich da mal was Cooles zu überlegen. Anscheinend wollen sie auch mal nur coole Sachen zeigen. Ich treffe ihn übrigens nicht hier oben. Hm. Das ist sehr enttäuschend. Ja, er klappt halt seinen Hals ein und sagt sich, haha. Ah, das hatte ich auch schon. Meine Güte, mal ein paar Dehnübungen, Dakota. Das wird doch wohl nicht so schlimm sein. ab und an schreit er kurz. Mhm. Ah, also. Jetzt. Aber sie haben ja eigentlich auch noch andere Leute als nur die Programmierer, die Sachen schreiben können in den Devlog. Ja. Also, ich weiß gar nicht, was da mit den Artists zum Beispiel ist, weil von der Vegetation... Keine Lust. Von der Vegetation haben wir ja jetzt noch nicht so viel gesehen. Also von den anderen jeweiligen Biomen, wie da die Vegetation überarbeitet wird. Aber auch von den anderen noch reinkommen sollenden spielbaren Dinos kann man sich ja dann auch schon mal ransetzen, wenn man jetzt nichts mehr zu tun hat mit dem Trike. Was? Also so ein Baby-Ankylo und so. Was? Oder halt erstmal Pachi, ich weiß, aber... Nein, Anzu. Der Anzu wird wahrscheinlich der nächste sein, der kommen wird nach den... Aber ist das nicht eigentlich auch einer, der noch zusätzlich kommen sollte? Müssen sie nicht erstmal die vier Standard-Dinos fertig machen? Ja, die vier Standard-Dinos sind... Ach doch, warte mal, Trike und... Nee, ist doch ein Kühl, ist doch nicht der Standard. Nein, ist er auch nicht. Deswegen meine ich doch, es muss erstmal ein Pachy kommen und, ja, genau, und richtig. Der T-Rex. Genau. Ja, ja. Deswegen war ich so irritiert, dass du dann mit einem anderen Nicht-Standard-Dino kommst. Na, weil du einen Kühl gesagt hattest. Deswegen war ich irritiert. Ich wollte dich nicht verwirren, Verzeihung. Entschuldigung. Nee, natürlich Pachy und T-Rex, aber da fehlen halt auch die Baby-Varianten. Ja, ja, das ist... Also gerade beim Pachy, das war ja wohl sehr problematisch. Ja, und wie ihr hört, meckert sogar der Kater darüber. Nein, die Katze, aber ja, okay. Oh, die Katze. Oh, Entschuldigung. Ja, das... Ja, aber okay, gut. Also schreiben ist ihm zu aufwendig. Okay, haben wir verstanden, ja, hacken wir ab. Sehen wir es mal positiv. Sie konzentrieren sich dadurch mehr aufs Programmieren und aufs Spiel und auf hoffentlich dann den baldigen Patch. Also ist ja auch was Positives. Böse Zungen könnten jetzt sagen, sie können nicht mehr schreiben, weil sie sich ein Buch Wie programmiere ich richtig geschnappt haben und lesen müssen. Und deswegen können sie nicht schreiben. Deswegen sage ich böse Zungen. Also Gabriel... Niemals. Nein. Aber in dem Devlog war auch neben dieser großen Ankündigung noch ein bisschen Info drin. Oder nicht so sehr Info, aber halt zwei Videos zur Vegetation. Mhm. Mit einmal der aktuellen Vegetation und der neuen Vegetation. Mit ein paar Specs auch daneben angezeigt auf dem Bildschirm. Wo man halt mal sehen konnte, wie... da sich dann zum Beispiel die Performance ändert oder die Frames und also aus der Perspektive muss ich sagen, ist es ein minimaler Unterschied. Also sie feiern sich für einen ihrer Meinung nach Erfolg,
wo jedes andere Entwicklerstudio gesagt hat, okay, wir fangen doch mal von vorne an. Weil, wow, sie haben es geschafft, von 20 Frames auf 30 Frames zu kommen. Ja. Das ist übrigens, also liebe Programmierer da draußen, nein, das ist kein großer Erfolg. Mit 30 Frames ist ein Spiel trotzdem nicht sehr gut spielbar. Also, nein. Ja. Ja, und vor allen Dingen, was mich wirklich überrascht hat, ist das System, was sie da verbaut haben. Ich meine, sie haben einen i7, einen 12-Kerner drin gehabt, wunderbar zum Rendern, also von daher verstehe ich das Setting. Eine 970er Grafikkarte, was zur Hölle? Das ist ein wenig älter, aber dann wieder 32 GB RAM. Ja, da fragt man sich natürlich, wie läuft das Ganze denn auf einem normalen PC, sag ich mal. Ja. Wo du halt auch eine gute Grafikkarte entweder hast, wenn der Rest schon alles so top ist, oder eben alles ein bisschen schlechter hast. Hm. Weiß man nicht. Also, dadurch, dass das System so zusammengewürfelt ist, weiß ich halt auch nicht, ob das ein gutes Testsystem ist. Also, zum Programmieren reicht es vollkommen aus, auf jeden Fall, würde ich gar nicht sagen. Eventuell nicht so unbedingt, wenn du Grafik machst, das weiß ich jetzt ja, nicht. Ja gut, aber das macht sie, glaube ich, nicht so. Hm. Oder er. Alejandra? Oder war es nicht Alejandro? Ich vergesse das immer wieder, es tut mir sehr leid. Kein Angriff. Also dadurch, dass immer nur Spitznamen kommen, vergesse ich das. Ja. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob männlich oder weiblich, wissen wir jetzt gerade nicht. Ich glaube, es war weiblich. Ich glaube halt, es war männlich, also von daher... Okay, 50-50. Genau, wir werden sehen. Ja, aber... Ja, ich weiß nicht, also... Hat mich ein bisschen... Ja... Unterrascht? Wie nennt man das? Underwhelming. Ja. Mir ist halt auch nur wirklich das englische Wort jetzt gerade eingefallen, deswegen. Ja, aber ich hoffe sehr, dass sie es noch auf anderen Systemen testen. Ich meine, das war jetzt einfach nur die Variante, vermute ich, auf der eben Ale programmiert. Hm. Und ich hoffe, dass sie dann zum Testen noch andere nehmen, beziehungsweise dann beim Public Testing Branch haben sie ja dann auch noch die PCs von den Spielern als Testobjekte dabei. Mit Feedback, und da hoffe ich einfach mal, dass das alles noch mit rein gezählt wird. Denn so besteht natürlich die Gefahr, dass beispielsweise Grafikkarten in der Programmierung gar nicht ausgelastet werden. Ja. Zum Beispiel. Weil sie halt ein super... Also wie gesagt, wenn sie merken, so hey, auf der Grafikkarte läuft es nicht so, also nämlich den Prozessor in der Programmierung. Ich halt doof für Leute wie meiner einer, die halt nur ein i5 verbaut haben, der geht dann da in die Knie. Weil meine Grafikkarte langweilt sich dann. Das hatte ich auch schon bei einem anderen Spiel festgestellt, dass meine Grafikkarte sagt, boah, ich bin so 40-50% ausgelastet, während mein CPU sagte, ich bin zu 90% ausgelastet. Nee. Du musst da gar nicht meiner einer sagen, ich habe auch nur einen i5. Ja, das stimmt. Aber das ist jetzt meckern, auf jeden Fall. Was mir aber gefallen hat, war die Vegetation an sich. Ja, genau. Das waren jetzt so die Hintergründe, aber optisch sieht das richtig cool aus. Fand ich auch schön. Es gibt jetzt einfach mehr mittelhohe Pflanzen, was das Ganze ein bisschen natürlicher macht, finde ich. Ja. Dass nicht alles entweder auf Knöchelhöhe ist, jetzt hier beim Dakota Raptor, oder eben ganz weit oben, sondern dass es halt auch im Zwischenbereich noch ein bisschen was gibt. Fand ich sehr schick. Ich fand auch die Bodenvegetation schön. Ja, auf jeden Fall. Also optisch haben sie es drauf. Und hinsichtlich des Trikes, mit denen haben sie nämlich zum Zeigen der Vegetation genutzt, muss ich sagen, in der aktuellen Vegetation, wie sie jetzt hier im Spiel ist, ist das Trike-Hatchling unsichtbar. Ja. Er ist einfach nicht da. Was natürlich gut ist zum Überleben, aber zum Spielen schwierig, vermute ich. Aber in der neuen Vegetation, dadurch, dass es weniger auf dem Boden gibt, also es ist nicht mehr so viel Grünzeug auf dem Boden, irgendwie, schwierig zu beschreiben, ich empfehle euch das einfach, euch selber anzugucken. Ja, den Deathclub verlinken wir auch unten drunter. Ja, definitiv. Dadurch sieht man eben das Baby auch ein bisschen mehr. Also, und ja, der Hatchling oder das Baby vom Dakota ist auch klein, aber gefühlt habe ich das mehr gesehen. Ja, es gibt den einfachen Unterschied. Das Dakota Raptor Hatchling ist nicht grasgrün.
Stimmt, das ist eher so. Der Trike ist einfach krass grün. Der ist so grün wie die Blätter hier. Ja. Warum sollte man ihn dann zwischen diesen Blättern sehen? Ja, gut, okay. Das ist ein gutes das Argument. Das ist eben so ein bisschen das Problem beim Trike. Hm. Aber wenn so Babys durch die Gegend rennen, finde ich, das ist auch schon eine Bereicherung des Spiels. Also, oh ja, das fände ich echt schön, wenn es da noch so unterschiedliche Altersgruppen gibt. Nicht nur beim Dakota-Raptor, sondern eben auch bei anderen Dinos. Ja. Das fände ich sehr cool. Ich freue mich auch wirklich auf den Trike. Ich freue mich fast noch mehr auf die Vegetation, jetzt wo ich noch ein bisschen mehr gesehen habe. Weil, nun ja, sind wir ehrlich, wir waren an jeder Ecke dieser Map schon. Wir kennen jede Ecke dieser Map. Wir wissen, wie es aussieht. Und das wäre so ein bisschen was Neues, Tolles zu entdecken. Und dann guckt man auch so, oh ja, der Strand ist jetzt anders, wir gehen mal wieder zum Strand und so, da freue ich mich drauf. Und das Ganze dann auch noch als Trike ist ein Riesenbonus. Und dass es wieder überschwemmt wurde hier. Mhm. Das finde ich auch immer wieder toll. Mhm. Ich weiß, ich sage das nicht mehr so häufig. Es tut mir sehr leid, wundervolle Überschwemmung. Ich weiß dich immer noch zu schätzen. Ja, ich weiß, als es noch neu war oder als wir auf dem Testserver waren und das Ganze dann selbst herbeiführen konnten und auf einmal war die Welt weg. Ja, die Redwoods. Ups. Einfach komplett überschwemmt. Mhm. Ich hätte gerne ein Cappuccino oder so jetzt zum Abend. Espresso macht mich, glaube ich, zu wach, aber so eine Kleinigkeit. Da ist ein Raptor. Mhm. Aber hier ist eine Eidechse. Naja, das ist... Das ist, weiß ich nicht, das ist noch weniger. Das ist so eine Schokotafel, Espresso oder irgendwas. Da. Ja. Ich weiß auch, dass es immer einen Espresso gibt, wenn ich mir einen bestelle. Das ist ein Kaffee. Naja, so schnell, wie ich ihn gekriegt habe. Und dann schön die Wolken zwischen den Bäumen. Das finde ich halt wirklich in dem Spiel das Schöne. Diorama können sie. Ja. Also. Ich finde auch, also die Atmosphäre ist auch schön, wenn man dazu halt noch die ganzen Grillen zirpen hört und das Wasser plätschern und dann gehen langsam die Wolken weg und dann gibt es hier diesen Nebel zur Dämmerung, finde ich richtig toll. Ja, auf jeden Fall. Also wie das können sie, das finde ich auch wirklich schön. Ja. Aber. Also ich bin gespannt. Ich auch. Wir werden natürlich, wenn der Patch dann irgendwann kommt, auch ein Video dazu machen. So früh wie möglich. Davon abhängig, wann der Patch halt kommt. Ja, also... Unter der Woche morgens um 10 ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ansonsten... Ja, wenn Leute arbeiten gehen müssen, müssen Leute arbeiten gehen. Es tut mir leid. Ja. Aber mal gucken. Ich gehe davon aus, ihr werdet noch ein paar normale Videos am Sonntag sehen, bevor da irgendwas mit Patch kommt. Ja, davon gehe ich jetzt auch ganz stark von aus. Ja. Aber eben keine Devlog-Videos mehr. Nein. Winke, winke. Nach dem Patch gibt's wieder Devlogs. Nee. Sie haben gesagt, nur bis zum Patch. Ich hoffe doch sehr, dass sie Devlogs generell noch bringen. Das ist sehr wichtig. Aber nach dem Patch ist vor dem Patch. Oh Gott. Und die dauern nun mal 3 bis 5 Jahre. Die greift mich gar nicht an, obwohl ich hier stehe. Was ist da los? Er dreht sich noch im Kreis. Er weiß noch nicht, ob er dich angreifen will. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Ja. Hm, einmal durch den Baum durch. Ja, sicher, sicher. Ich bin ein Geist. Aber für heute wollen wir uns dann auch wieder verabschieden. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ja, schreibt dir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr zur Vegetation haltet und auch, wie ihr denn die Rodeo-Videos fandet. Mhm. Auch, was ihr von den FPS haltet. Jupp. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.